Keanu Reeves. Seit Stefan die Woche über in der Fabrik seiner Eltern in Düsseldorf ist, habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Also so eine Wochenendbeziehung stelle ich mir sehr kompliziert vor. Das auch. Och, welche Beziehung ist nicht kompliziert? Nenn mir eine, außer die von Barbie und Ken. Tschüss, die Damen. Tschüss. Ohne Brille? Das war jetzt nicht gebucht. Ich komme morgen ein Stündchen später. Ich bin beim Arzt. Schon wieder. Kein Problem. Das Meeting morgen ist gecancelt? Ja. Und das war auch nicht gebucht. Ich muss jetzt gehen. Oh, ich muss auch los, aber dringend. Frau Stade, nehmen Sie mich mit? Natürlich. So. Oh, Herr Schäfer, dann wünsche ich Ihnen für heute Abend uns viel Glück. Danke. Drücken Sie mir die Daumen, dass ich nicht durchfalle. Hola, buenos días. Hola. Wie, hola? Hallo. Hola. Hallo. Frau Borschig. Frau Stade. Ja? Können Sie mit Ihnen noch was durchgehen? Sehr gern. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Vielen Dank. Ich habe gesagt, nein, nein, nein. Kaum zu glauben, dass Sie eine Startnummer 13 überhaupt zulassen wollten. Und Sie kennen mich ja. Was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das führe ich auch aus. Entschuldigung, Herr Dr. Biegermann, Thema Barkeeper. Wir suchen weiter. Na gut. Und, Frau Barth, alles gut? Ja, Augenblick. Ich kann nur sagen, ich fühle mich um 10 Jahre jünger und um 10 Mühlsteine erleichtert. Seitdem. Möchten Sie fragen? Schön. Dann will ich mich mal dem Grund Ihrer Verjüngung und Erleichterung zuwenden. Marie, du hast ja die Ruhe weg. Aufgeregt? Ja. Haben Sie dir was gesagt, Erich? Marie hat so geheimnisvoll getan. Ich hoffe nur nicht. Ach, Erich, bitte, ja. Könnt deinem alten Erich doch wenigstens mal ein Pfitzelchen schenken, ne? Aber du Jeck, ich gönne dir doch. Wo ich so lange und so brav deine Diät eingehalten hab. Du weißt, was der Arzt gesagt hat. Geräuchertes. Ja, ja, ja. Von mir ist bald nichts mehr übrig. Erich ist dies nicht. Erich ist das nicht. Elisabeth, 15 Kilo. 15 Kilo. Komm, erst mal einer nachmachen. Ja. Sag mal, was hoffst du nicht? Ich hoffe nicht, dass die beiden wieder irgendwelchen Tüdelkram in beruflicher Hinsicht geplant haben. Das geht uns nichts an, Erich. Das geht uns nichts an. Die sind erwachsen. Ja, so wie wir, nicht? Auch Erich. Ja, 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 was denn, was denn, was denn? Auch verboten bei Herz und Kreislauf? Nee. Ach, da sind sie. Erich, lass mich los, Erich. Biene, komm, Mariechen, komm. Frohwein? Hallo. Hallo. Frohwein, Hans von Pelles. Ja, jetzt verstehe ich Sie besser. Dr. Sebastian Beck am Apparat. Ja? Oder besser, guten Abend. Was? Bei Ihnen ist jetzt Abend, nicht? Ich rufe aus Lima an. Hallo. Ja, ich bin noch dran. Was kann ich für Sie tun? Ist Herr Schäfer da? Nein, bei uns ist es schon 8:30 abends. Er hat schon Feierabend. Kleinen Moment, bitte. 353700. Das ist privat, aber weiß ich nicht. Es ist dringend, okay? Dr. Beck, sagten Sie? Ja, ich bin ein alter Freund. Sagen Sie, sind Sie Marie? Marie Frohwein, da hat mir von Ihnen geschrieben. Nein, ich bin Ilka Frohwein. Oh. Hallo? Hallo? Frohwein, mein Gott, das wär's. Ich sage euch, es gibt Menschen, die grundsätzlich immer zum falschen Zeitpunkt irgendwo auftauchen. Anrufen, wenn es gerade nicht passt. Mhm. Oder wenn man Schläfchen Möchtest macht, du? Heute von nahe guckt oder so, ne? Okay. Komm einfach angetanzt, wie Hannelore vorhin. Die hat auch so ein Talent. Mhm. Mal was anderes. Nein, das ist aber labberig. Ihr seid doch nicht ohne Grund hier, was, Marie, oder? Komm schon darauf. Na, dein Vater und sein Riecher. Ach, Erich, trink doch nicht so viel Wein. Ich will doch nicht, dass du hinterher umfällst hier. Ja, schon doch. Du hast sowieso so viel abgenommen. 10 Jahre jünger als mein Papi. Also,
Was muss wohl Ronaldo sagen? Doch ein Schlückchen, Herr Schäfer. Liebe Frau Hasefeld, lieber Herr Hasefeld, es ist vielleicht ein bisschen altmodisch und passt nicht mehr so recht in unsere moderne Zeit. Aber wir alle sind ja ein bisschen altmodisch. Ja. Ganz gerne sogar. Und darum möchte ich in aller Form und mit allem gegebenen Respekt und ganz offiziell bei Ihnen um Maries Hand anhalten. Nee, wir wollen heiraten. Ich habe ja gesagt. Mariechen. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Erich, sag was. Tja. Freust dich auch, Papa? Tja. Freust dich aber komisch. Eine Tochter herzugeben, das ist nicht so einfach. Elisabeth und ich, wir lieben Marie auch sehr. Ich bin ja nur nicht ihr leiblicher Vater, das wissen Sie, Herr Schäfer. Aber ich kenne Marie, da war sie so lütt. Ich habe damals immer gedacht, da hat der Herrgott mal was Gutes gemacht. Der Dian hat noch keiner einen Kummer zugefügt. Sie kennt nur die Sonnenseite. Möge das so bleiben. Ich habe immer versucht, die Schatten von Marie zu verscheuchen. Ich weiß nicht, ob mir das gut gelungen ist. Lernt ja keiner, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Aber ich habe mich bemüht, all die Jahre. Denn die Schatten kamen. Das war mir klar. Ich habe ihr die norddeutsche Landschaft schön geguckt. Wir haben geangelt. Wir sind gewandert. Und wenn Marie Fragen hatte, dann habe ich die, so gut es ging, beantwortet. Wenn sie Durst hatte, kam sie zu trinken. Wenn sie Hunger hatte, kriegte sie zu essen. Und wenn Marie Angst hatte, die Dian hat viel Angst, dann war ich da. Meistens. Tja, das müssen dann alles Sie machen, Herr Schäfer. Und da bin ich auch ein bisschen traurig drüber. Naja. Aber wir zwei Eulen, was? Wir verlieren ja keine Tochter, wir kriegen ja noch einen Sohn dazu. Ja. Und darum sage ich nun mal, ja. Nehmen Sie Marie. Und darum sage ich nur auch ganz offiziell, ich bin der Erich und nun komm an meine Brust, mein Joch. Danke. Erich. Nochmals vielen Dank, ich habe morgen meinen Termin. Gute Besserung. Schon besser ausgesehen, gut und Stahl. Morgen wissen wir mehr. Schön hat er das gesagt, dein Ronaldo. Mariechen, wir heiraten.
auch so froh, Mami. Nach all dem. Die Männer bleiben aber lange aus. Mitten in der Nacht spazieren gehen. Männergespräche, da möchte ich mal Mäuschen spielen. Sag mal, Mariechen, was hältst du davon, wenn das jetzt alles so flott gehen soll, wie ihr sagt, dass ich morgen mit nach Hamburg komme? Also, wir fahren auch heute Abend. Du bist die Jack, weißt du, wie spät das ist? Wir müssen morgen arbeiten. Und außerdem hat er deine Watt geschnasselt. Nee, wir frühstücken früh. Mami. Bitte, wenn du keine Ratschläge mehr annehmen willst. Die Wachtmeister hier draußen kontrollieren, wie die Teufel, sagt Heim. Wieso, ich fahre doch. Wo kommen die Kanne hin? Hm? Oben am Schrank. Aber das Brautkleid, das will ich mit aussuchen. Ganz in Weiß. Wie dein. Ich glaube, ich ziehe ein schlichtes Kostüm an. So was Kostüm in der Kirche. Wieso Kirche? Du sagst mir aber jetzt nicht, ich heirate nicht in der Kirche. Doch, ich heirate nicht in der Kirche. Wo? Wo denn sonst? Standesamt? Hallo? Du bist katholisch. Ja, rein theoretisch. Das glaube ich jetzt nicht. Mein Name ist evangelisch. Ich habe auch seit 1000 Jahren in keiner Kirche mehr. Außer bei Nicole Basts Beerdigung. Ohne Gottes Segen? Hm? Ich meine, ich lebe ja hier in Hitzacker, nicht mehr ganz hinterm Mond. Ich habe lange genug toleriert, dass du in wilder Ehe lebst. Moment mal. Du hast toleriert? Wilde Ehe? Riechen, tu mir das nicht an. Sag mal, spinnst du? Das ist doch unsere Sache. Ich tu dir doch nichts an. Also. Ja. Für alles soll man herhalten. In jeder Not parat sein. Für nichts sind wir uns zu schade gewesen. Was haben wir uns zerrissen für dich und deine Aussteuer? Und wenn man dann einmal einen Wunsch hat, ein einziges Mal anlässlich der Hochzeit unserer Tochter, dann ist es nicht mehr meine Sache. Ich sag mal, von was für einer Aussteuer redest du überhaupt? Ich brauch euer Geld nicht. Ich hab mir meins immer selber verdient. Ich pfeif drauf. Was denkst du, was Hein und Junni und Hannelore und Günther sagen werden, wenn du nicht in der Kirche heiratest? Sag mal, Mama, du hast doch wohl eine Riesenmeise, oder? Was gehen mich denn deine Freunde an? Ich heirate doch nicht wegen denen. Oder wegen euch. Es geht hier nur um Ronaldo und um mich, Mami. Nur. Wenn ihr nicht in der Kirche heiratet, dann kommen wir nicht. Direktor, guten Morgen, Herr Direktor. Morgen, Herr Schmock. Morgen, Schmocke. Ich habe schon gehört, es gibt ja ein rauschendes Fest. Oder auch nicht. Wir sehen uns nachher. Ich muss noch zu Wege. Guten Morgen. Marie, ich weiß ja, man soll nicht vorher gratulieren, aber Rumpelmeier sagt, und der Herz von Holthusen und der Herz von Katja, der ganze Schrank weiß schon Bescheid, dass ihr nächste Woche heiratet. Wir freuen uns. Feiert ihr im Hotel? Also, da kommen ja hunderte von Leuten, habe ich zu Dr. Begemann gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Mondorese. Dann tröste ich dich.
das bitte gleich in den Schreibpool. Gerne. Wann Frau Stade zurück sein wollte, wissen Sie nicht zufällig. Die sagt mir sowas doch nicht, Herr Schäfer. Sie hören ja immer nur die eine Seite. Ich weiß ja, dass Sie zu mir kein Zutrauen haben. Aber ich kann nur sagen, die Stade ist nicht so harmlos, wie sie ihm gegenüber immer tut. Die ist eine Hexe. Reden Sie keinen Unsinn. Nein, wirklich. Die hext rum. Ich erlebe das jeden Tag. Die tut freundlich und besonders hilfsbereit. Gibt sich als Freundin, nimmt Kollegen in ihren seltsamen Kreis auf und schlägt sie in ihren Bann. Hören Sie auf. Das interessiert mich nicht. Denken Sie an den Schreibpool. Da hat die alle klein gemacht, lange vor meiner Zeit. Dann Begemann. Den hat die mit ihrer schwarzen Magie fast in die Verzweiflung getrieben. Dann ihre Frau Malik. Wie hat sie die erst gequält? Und als Frau Malik ganz klein war, sie in ihre Arme genommen. Und heute benutzt sie Frau Malik und übt ihren Einfluss aus. Auf alle. Auch auf sie. Frau Broschek. Ich erkläre Ihnen das auch nur, weil ich will, dass Sie das wissen. Ich will die fertig machen. Aber bisher schafft sie es nicht. Wenn mir eines Tages mal was passiert... Ihnen kann höchstens eines passieren. Eine Kündigung. Ja, gehen Sie ran, Mensch! Direktionsbüro Broschek? Oh, buenos dias. Sí, el señor chef está. Le pongo enseguida. Un momento, por favor. Sí, igualmente, gracias. Herr Schäfer, da ist ein Krankenhaus aus Lima am Telefon. Ein Dr. Beck möchte Sie sprechen. Stellen Sie rüber. Gerne. Sebastian? Das ist ja klasse. Genau, im richtigen Moment. Sag mal, wie geht's dir? Morgen. Also, Mahlzeit. Ich denke, wir werden es so machen. Ich bespreche alle Dinge mit den zuständigen Kollegen und dann machen wir ihnen eine Offerte. Ich denke, bei 50 Gästen bietet sich unser Saal Blankenese an. Sie haben alles notiert, Frau Malik? Zimmer? Gästezahl 50, sagen Sie ja gerade. Dann brauche ich die Menüvorschläge, Musik, Dekoration und am nächsten Morgen Frühstück. Und wenn Sie möchten, Frau Klaas, noch eine Hafenrundfahrt. Die bietet unser Hotel auch an. Eine Hafenrundfahrt? Zur goldenen Hochzeit? Ja. Ich möchte meinen Mann so richtig überraschen. Ich heirate auch nächste Woche. Ach, wie schön. Das freut mich, Frau Malik. Wissen Sie, Sie sind jetzt in einem Alter, verzeihen Sie, nicht mehr zu jung. Verstehen Sie, da stehen die Sterne gut. Es geht nicht mehr nur um das eine. Das schleibt sich sowieso mit der Zeit ab. Und was kommt dann? Dass man wenigstens miteinander reden kann, nicht wahr? Mein Mann und ich, wenn wir zusammensitzen, wie vor 50 Jahren, lachen, reden, das ist das Öl der Liebe. Wissen Sie, was das Geheimnis einer langen Ehe ist? Dass man sich nicht trennt. So, ich habe Ihre Zeit nun genug mit Beschlag belegt. Guten Tag. Oh, darf ich? Oh, danke. Frau Malik, ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke, Frau Klaas, ich melde mich. Das ist sicher Ihre Freundin. Und Sie gehen jetzt mit ihr in der Mittagspause das Brautkleid aussuchen. Hm? Stimmt. Sie sind beide noch so jung. Ihnen darf ich als Olle einen Ratschlag geben. Nehmen Sie das Leben nicht zu ernst. Es ist eine vorübergehende Erscheinung. Und es geht so schnell. Herr Schäfer, ich habe eine sehr große Bitte an Sie. Ja? Sie wissen, ich nehme meine Arbeit sehr ernst. Ich richte die Umstände immer nach den Notwendigkeiten im Büro. Das hat Priorität. Ich war nie krank, ich falle nicht aus. Ich bereite Ihnen keine Überraschungen. Aber nun, naja, es ist so plötzlich. Ich bräuchte ein paar Tage Urlaub. Ab morgen. Aber ich bitte Sie, das ist doch kein Problem. Nein? Natürlich nicht. Wir besprechen heute Nachmittag alles. Sie machen dann eine Übergabe und dann... Wie lange? Ach, das kann ich dummerweise nicht sagen. Ich denke mal, den Rest dieser Woche und die nächste Woche. Aber nur, wenn es geht. Selbstverständlich. Danke. Das
erleichtert mich sehr. Zumal ich ja nächste Woche selber weg bin wegen... Ach ja, die Hochzeit. Ja. Schön. Danke, Herr Schäfer. Danke. Wohin soll es denn gehen? Bitte? Der Urlaub. Es geht doch sicher irgendwo hin. Ach, das ist noch ganz und gar unklar. Leider. Ich übe gerade die Taubstummensprache in der Mittagspause. Das kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Nee, sag bloß, du warst da drin. Hochzeitsoutfit. Naja, es gibt Reiche und Superreiche. Und dann gibt's auch noch die Elfis auf dieser Welt. Ich weine gleich. Du, weißt du, was ich gerade heute Morgen zu Vera gesagt habe? Erinnerst du dich, wer damals auf Nicoles Hochzeit den Brautstrauß gefangen hat? Nee. Na du, Mensch. Und jetzt heiratest du wirklich die erste von uns. Mögen noch viele folgen. Los, komm, wir müssen. Du? Brauchst du noch eine Brautjungfer? Wir heiraten im ganz kleinen Kreis. Und bitte, Elfi, tu mir einen Gefallen. Keine Überraschungen. Bitte, bitte nicht. Trauzeugin? Mahlzeit. Die Frage muss ich dir jetzt nicht stellen, oder? Doch, ich will sie hören. Würdest du bitte meine Trauzeugin werden? Du tollste, beste, schönste, wahnsinnigste Affentittengeist. Frau Broschek? Ja? Ich wollte Sie fragen... Keine Aufträge, bitte. Ich trete jetzt meinen wohlverdienten Feierabend an. Es ist auch mehr eine Bitte. Sie bitten mich? Um was? Ich bin ab morgen für ein paar Tage, voraussichtlich diese und nächste Woche in Urlaub. Ich wollte Sie bitten, meine Orchidee zu versorgen. Ich denke nicht daran. Bitte. Ich hänge sehr daran. Umso mehr. Ich denke nicht daran. Außerdem hasse ich Blumen. Blumen, Haustiere, kleine Kinder. Scheußlich. Alles Dinge für Leute, die sonst nichts haben, womit sie sich beschäftigen können. Gott, sie entsetzliche Kuh! Sie hässliche! Grauenvolle, seelenlose, monströse, hassenswerte Person. Der Teufel soll sie holen. Ich verfluche sie. Bravo. Sehr talentiert. Ich werde sie für den Oscar vorschlagen. Den können sie sich dann sonst wo reinschieben, sie frustrierte Hexe. Vielleicht wäre eine große Hochzeit doch besser gewesen, eine mit Pauken und Trompeten. Wir haben es aber nun mal so entschieden. Bescheiden, Marie. Viel schöner.
Im Grunde sind wir nur damit beschäftigt, zu verhindern. Beleidigte Verwandte, die nicht eingeladen sind. Beleidigte Freunde, die nicht Trauzeugen werden. Meine Mutter. Übrigens, Sebastian hat sich gemeldet. Sagen wir auch eine Karte an Hofstädter Mallorca? Jo. Deinen alten Verehrer? Sicher. Sebastian Beck? Der Beck aus Lima? Er kommt nach Hamburg. Am Tag unserer Trauung zwar erst, aber ich habe ihn gebeten, er fliegt natürlich über Frankfurt, so zu kommen, dass er dabei sein kann. Er wird mein Trauzeuge. Unser. Ich habe heute Mittag Ilka gefragt. Na, da haben wir das Problem doch gelöst. Stimmt. Hast du Heike eingeladen? Sie kommt, ja. Was hat sie gesagt? Was soll sie gesagt haben? Oh, du lässt dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Mich interessiert die Reaktion deiner Tochter darauf, dass du wieder heiratest. Und ausgerechnet mich. Das hattet ihr doch geklärt, dachte ich so. Ja, aber sie muss doch irgendwas gesagt haben, als du gesagt hast, Kind, wir heiraten. Marie, ob du es glaubst oder nicht, sie freut sich. Alle freuen sich. Wir können also ganz unbeschwert in den Bund der Ehe treten. Jetzt hör auf mit deiner Schwarzmalerei. Bis auf Mami. Die freut sich am allermeisten, ganz sicher. Die kommt auch ohne Kirche. Die ist die allererste, die da sein wird. Ich kenne Mami doch. Auf deinen Sebastian bin ich richtig gespannt. Ja, das kannst du auch. Ist ein toller Mann. Der wird dir gefallen. Na, 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 na. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich viel von Ihnen gehört habe. Mein Vertrauen in Ärzte ist nicht sehr groß. Auf jeden Fall ist es richtig. Da folge ich der Ansicht des Kollegen Schiffbauer. Und ich finde es gut und mutig von Ihnen, die Sache gleich zu machen. Wir werden den Tumor mit... Gottchen, ersparen Sie mir Einzelheiten. Sie haben Anspruch auf eine vollständige Information. Ich muss das sogar tun. Sie müssen unterschreiben, Frau Stade, vor dem Eingriff, dass Sie wissen, was wir tun und welche Risiken es gibt. Heute klärt jeder jeden über alles auf. Über alles wird geredet, über alles wird geschrieben. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht hören. Ich will operiert werden. Ich will überleben. Ich will funktionieren. Sie haben Angst. Wundert Sie das? Ich gehe regelmäßig jedes Jahr zu meinen Ärzten. Zum Zahnarzt, zum Hausarzt, zum Frauenarzt. Und der hat es nun festgestellt. Ich dachte, wenn man regelmäßig zum Arzt geht, kann nichts passieren. Das ist meine lächerliche altmodische Erziehung. Wenn man brav ist, gibt es keine Strafe. Nun werde ich bestraft. Und das ist schrecklich. Die Ohrringe sind wirklich schön. Findest du? Heute ist unser letzter gemeinsamer Abend. Junggesellinnenabend. Wird noch viele solche Abende geben. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich nur übermorgen heirate oder nicht. Ich meine, für uns, zwischen uns. Doch, finde ich schon. Du wirst, um mit Frau Stade zu sprechen, ganz peu à peu deine Prioritäten ändern müssen. Erst kommt ihr, dann kommen wir. Hör ich da sowas wie Eifersucht? Kuh. Ziege. Quatsch. Eben. Ronaldo war vorher für mich genauso wichtig, wie es nach der Hochzeit sein wird.
Und zwischen uns beiden, dir und mir, ändert sich auch nichts. Dann trinken wir auf uns. Danke. Bing. Sag mal, wer ist eigentlich dieser Dr. Ben Beck, sein Freund? Ein uralter Kumpel von ihm, die kennen sich noch aus Südamerika. Soweit ich weiß, haben sie sich ab und zu geschrieben, aber dann irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt ist er Internist in einem Krankenhaus in Lima und hier in Deutschland wegen irgendeinem doofen Ärztekongress, glaube ich. Na und? Na, verheiratet? Mhm. Vier Frauen? Vier Kinder. Oh. Mit einer Brasilianerin. Furchtbarer Typ offensichtlich. Ronaldo liebt ihn. Hat jedenfalls eine sehr erotische Stimme. Ach, Marie, ich beneide dich. Du hast so viel Glück und ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Du hast einen super Job, du hast eine tolle Beziehung und du hast so nette Eltern. Ich beneide dich. Hey. Jetzt aber nicht wehmütig werden. Ach, das habe ich manchmal, seit Zoltan weg ist. Hat man doch manchmal, dass man sich und sein Leben einfach scheiße findet, oder? Ja, klar, ich weiß. Für dich. Ich hab dich lieb. Guten Morgen, Frau Schade. Sie sehen gut aus. Sie sind ein guter Arzt, aber ein schlechter Lügner. Sie haben alles gut überstanden. Ich bin zufrieden. Ich habe Schmerzen. Ja, was erwarten wir denn? Wir erwarten nichts. Ich erwarte Schmerzfreiheit. Geben Sie mir Medikamente, irgendwas. Es war ein schwerer Eingriff. Hätte ich das gewusst? Na, Sie wollten ja nichts wissen. Ich hätte es nicht gemacht. Ihre Blutwerte sind gut. Ihre Konstitution ist bewundernswert. Übernächste Woche können Sie vielleicht schon nach Hause. Ich dachte schon, ich würde den Anfang dieser Woche nicht erleben. Sehen Sie, direkt nach einer Operation fühlt sich jeder so, dass er denkt, das würde ich nie wieder über mich ergehen lassen. Nach 3 Wochen denken Sie anders darüber. Und in 3 Jahren sind Sie dann glücklich, dass Sie es haben sofort machen lassen. In 3 Jahren? Glauben Sie, da lebe ich noch? Ich habe guten Grund, daran zu glauben. Sie müssen natürlich mitarbeiten. Sie brauchen Mut, heitere Gedanken, eine kleine Umstellung in Ihrem Leben, besonders was Ernährung und Ruhe angeht. Nicht mehr arbeiten? Das geht nicht. Aber nein, Sie müssen Dinge tun, die Ihnen vertraut sind, die Sie gerne machen. Sie brauchen gute Gespräche, eine gute Atmosphäre um sich herum und gute Menschen. Wird Sie denn jemand besuchen? Ich will keinen Besuch. Ihre Mutter wenigstens. Sie sitzt im Rollstuhl. Aber es wäre wichtig für Sie. Nein. Dann erlaube ich mir ab und zu... Erlauben Sie sich. Wer mich so gesehen hat, der darf mich auch besuchen. Für die Kaffeekasse. Oh, vielen Dank, sehr nett. Guten Flug, Frau von Rennenburg. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Malek? Ja? Nein, schick die Liste nur mal, wenn ich sie fertig habe. Ja, das macht nichts. Okay, tschüss. Morgen, Frau Schäfer. Hm? Morgen, Leo. Marie. Hi. Na, morgen großer Tag? Ja, und ich wünschte, ich hätte noch eine Woche Aufschub. Wieso das denn? Hier ist so viel los und ich habe zu Hause noch nichts geregelt. Du bist die Liste. Oh, wunderbar, vielen Dank. Dein Brautkleid hast du schon, ja? Ja. Habe ich von Elfie gehört. Ringe? Ja. Trauzeugen? Ja. Hast du schon im Restaurant reserviert? Ja. Personalausweis? Das ist ja wie meine Mutter. Robert, für die muss ich auch noch ein Zimmer reservieren. Die wollen unbedingt hier übernachten, Eltern. Kennst du ja. Oh, Entschuldigung, ich denke an dich morgen. Dank dir. Hotel Hansenthal ist Ihre Gästemanagerin Marie Malek. Was kann ich für Sie tun? Frau Malek, hier spricht Dr. Rilke. Wissen Sie... Oh,
Herr Dr. Rilke, natürlich. Aber wie kommen Sie auf mein Apparat? Weil ich Sie verlangt habe. Frau Malik, es geht an sich ganz und gar gegen meine Gewohnheiten. Oder eben auch nicht. Sekunde bitte. Okay, ich komme damit nicht zurecht. Hier geht es nochmal. Aber ich habe einen Gast bitte, in der Leitung. Ich kann jetzt nicht. So, da bin ich wieder. Es geht um Frau Stade. Wissen Sie, dass sie hier ist? Was? Nein, das wusste ich nicht. Ich darf natürlich die ärztliche Schweigepflicht nicht brechen, wissen Sie. Ja. Ich mache mir Sorgen. Sie ist in die Küche von Frau Rumpelmeier. Ich weiß, dass Sie schon lange mit ihr zusammenarbeiten. Ich weiß, dass Frau Stade keinen Besuch wünscht. 600. Sie verdrängt alles sehr. Aber sie braucht jemanden, mit dem sie reden kann und dem sie vertrauen kann. Sie versteckt sich hinter Härte und Humor. Aber dahinter steckt ein zerbrechliches Wesen. Ich möchte Sie seelisch dringend stabilisieren. Könnten Sie kommen? Ja, natürlich. Ich komme sofort. Danke. Danke, das ist gut. Ja, ja, okay. Ach, jetzt nicht. Du musst jetzt gehen, Marie. Du heiratest morgen. Wahrscheinlich sitzt der Schäfer zu Hause und wartet auf dich. Am Ende sagt er alles ab. Wenn er böse ist, ist er böse. Das haben wir alle schon mal erlebt. Hm? Gut, Ruhn. Und wie läuft es sonst? Dein neuer Posten? Oben? Jetzt denk doch nicht immer an das blöde Büro. Ja, woran soll ich sonst denken? Daran, dass ich Krebs habe und man immer denkt, das trifft nur andere? Oder an den Schock, als ich es erfahren habe, niemanden zum Reden zu haben? Keinen, der zu Hause auf einen wartet, einen in den Arm nimmt, wenn man aus dem lauten Büro in die stille Wohnung kommt? Was nach dem Krankenhaus ist? Zu Hause rumzusitzen, an die Kur? An die Kollegen. Ach, ich höre schon, wie sie tratschen. Die Stade hat Krebs. Ach, Marie. Mir ist so klar geworden, dass wir alle ersetzbar sind. Alle sterblich. Das verdrängen wir. Ich war schon immer eine Meisterin im Verdrängen. Das kommt wohl daher, dass ich all die Jahre niemanden zum Reden hatte, zum Vertrauen. Ich bin ganz entwöhnt. Ich schäme mich so zu versagen. Ich schäme mich so auszusehen. Ich schäme mich so hier zu liegen. Ach, ich bin ganz durcheinander. Das kommt von den Medikamenten. Die Angst. Er sagt, man soll sich mit dem Tod befreunden. Der weiß nichts davon. Der Tod gehört nicht zum Leben. Ist schrecklich. Marie. Ich möchte noch nicht sterben. Soll ich Hansen anrufen? Bill. Ja. Ruf ihn an. Malek? Was habe ich denn mit Herrn Malek zu tun? Der ist mir ja Ronaldo Hasefeld noch lieber. Marie Schäfer. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Glaube mir, das schaffst du. Das haben andere Frauen vor dir auch schon geschafft. Frauen? Wie darf ich das denn verstehen?
Ich freue mich, wenn du erst meins bist. Und ich erst. Wo ist Sebastian? Der ist nicht da. Ach, der ist nicht da? Ja, du, aber ich meine. Also, ich meine, jetzt. Hallo, ich mein ja, hallo. Ja, hallo. Also, jetzt werde ich doch allmählich ein bisschen nervös. Mein Junge, das gibt sich. Nein, 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 ich vermisse noch meinen Trauzeugen, Dr. Beck. Sebastian Beck, der wollte Punkt Viertel vor elf hier sein. Was? Herr Schäfer, Frau Marek. Ja, guten Tag. Guten Tag. Also, es kann losgehen. Ja, mein Schwiegersohn ist noch so ein bisschen unschlüssig. Irrig. Nein, 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 ich erwarte noch meinen Trauzeugen, er ist noch nicht gekommen. 50% der Trauzeugen kommen zu spät. Dann liegen wir ja noch im Rahmen. Ja gut, aber ich meine, was machen wir jetzt? Sie haben doch genügend Auswahl, nicht? Kann denn auch die eigene Tochter? Haben Sie einen gültigen Pass oder Personalausweis? Ja. Würden Sie uns den Gefallen tun? Natürlich. Marie? Danke, Heike. Wir möchten die Sache noch vor der Mittagspause. Robs bester Freund, der hat einen Blumenladen und der hat es mir ein bisschen günstiger gemacht. Aber trotzdem, nicht billig. Und hoffentlich freuen die sich auch. Na du wehe nicht. Sie kommen. Drei, vier. Wir wehen, denn wir den Jungfernkranz mit weitem blauer Seide. So, jetzt aber alles gut. Und die Girls sind alles aufgestellt. Ja, vielen Dank. Alles aufstellen. Lassen Sie mich das doch machen. Ja, danke. Oben drücken und entspannen. Ja? Und Cheese. Nochmal. Cheese. Man küsse sich. Mit dem größten Vergnügen. Jetzt dürfen wir ja. Sebastian! Sebastian, es tut mir leid. Schön, dass du da bist. Beantwortet. Wenn sie Durst hatte, kam sie zu trinken. Wenn sie Hunger hatte, kriegte sie zu essen. Und wenn Marie Angst hatte, die Dirn hat viel Angst, dann war ich da. Meistens. Tja, das müssen dann alles Sie machen, Herr Schäfer. Und da bin ich auch ein bisschen traurig drüber. Naja, aber wir zwei Eulen, was? Wir verlieren ja keine Tochter, wir kriegen ja noch einen Sohn dazu. Ja. Und darum sage ich nun mal, ja. Nehmen Sie Marie. Und darum sage ich nur auch ganz offiziell, ich bin der Erich und nun komm an meine Brust, mein Joch. Danke. Erich. Nochmals vielen Dank. Ich habe morgen meinen Termin. Gute Besserung.
schon besser ausgesehen, Gudrun Stahle. Morgen wissen wir mehr. Schön hat er das gesagt, dein Ronaldo. Marische, wir heiraten. Ich bin auch so froh, Mami. Nach all dem. Die Männer bleiben aber lange aus. Mitten in der Nacht spazieren gehen. Männergespräche, da möchte ich mal Mäuschen spielen. Sag mal, Mariechen, was hältst du davon, wenn das jetzt alles so flott gehen soll, wie ihr sagt, dass ich morgen mit nach Hamburg komme? Also, wir fahren auch heute Abend. Du bist die Jäck, weißt du, wie spät das ist? Wir müssen morgen arbeiten. Und außerdem hat er deine Watt geschnasselt. Nee, wir frühstücken früh. Mami. Bitte. Wiedersehen. Malek? Ja. Nein, schick die Listen rüber, wenn ich sie fertig habe. Ja, das macht nichts. Okay, tschüss. Morgen, Frau Schäfer. Hm? Morgen, Leo. Hallo, Marie. Hi. Na, morgen großer Tag? Ja, und ich wünschte, ich hätte noch eine Woche Aufschub. Wieso das denn? Hier ist so viel los und ich habe zu Hause noch nichts geregelt. Du bist die Liste. Oh, wunderbar, vielen Dank. Aber Brautkleid hast du schon, ja? Ja. Habe ich von Elfie gehört. Ringe? Ja. Trauzeugen? Ja. Hast du schon ein Restaurant reserviert? Ja. Personalausweis? Das ist ja wie meine Mutter. Die muss ich auch noch ein Zimmer reservieren. Die wollen unbedingt hier übernachten. Eltern, kennst du ja. Entschuldigung, ich denke an dich morgen. Dank dir. Hotel Hans und Palace, Ihre Gästemanagerin Marie Malek. Was kann ich für Sie tun? Frau Malek, hier spricht Dr. Rilke. Wissen Sie... Oh, Herr Dr. Rilke, natürlich. Aber wie kommen Sie auf mein Apparat? Weil ich Sie verlangt habe. Frau Malek, es geht an sich ganz und gar gegen meine Gewohnheiten. Oder eben auch nicht. Sekunde bitte. Marie, ich komme damit nicht zurecht. Hier geht es nochmal. Aber ich habe einen Gast in bitte, der Leitung. Ich kann jetzt nicht. So, da bin ich wieder. Es geht um Frau Stade. Wissen Sie, dass sie hier ist? Was? Nein, das wusste ich nicht. Ich darf natürlich die ärztliche Schweigepflicht nicht brechen, wissen Sie. Ja. Ich mache mir Sorgen. Sie in die Küche Frau Stade. Ich weiß, dass Sie schon lange mit ihr zusammenarbeiten. Ich weiß, dass Frau Stade keinen Besuch wünscht. 600. Sie verdrängt alles sehr. Sie braucht jemanden, mit dem sie reden kann und dem sie vertrauen kann. Sie versteckt sich hinter Härte und Humor. Aber dahinter steckt ein zerbrechliches Wesen. Ich möchte sie seelisch dringend stabilisieren. Könnten Sie kommen? Ja, natürlich, ich komme sofort. Danke. Danke, das ist gut. Ja, okay. Ach, jetzt nicht. Du musst jetzt gehen, Marie. Du heiratest morgen. Wahrscheinlich sitzt Herr Schäfer zu Hause und wartet auf dich. Am Ende sagt er alles ab. Wenn er böse ist, ist er böse. Das haben wir alle schon mal erlebt, hm? Gudrun. Und wie läuft es sonst? Dein neuer Posten? Oben? Jetzt denk doch nicht immer an das blöde Büro. Ja, woran soll ich sonst denken? Daran, dass ich Krebs habe und man immer denkt, das trifft nur andere? Oder an den Schock, als ich es erfahren habe? Niemanden zum Reden zu haben? Keinen, der zu Hause auf einen wartet, einen in den Arm nimmt, wenn man aus dem lauten Büro... Wie dein... Ich glaube, ich ziehe ein schlichtes Kostüm an. So was Kostüm in der Kirche. Wieso Kirche? Du sagst mir aber jetzt nicht, ich heirate nicht in der Kirche. Doch, ich heirate nicht in der Kirche. Oh. Wo denn sonst? Standesamt? Hallo. Du bist katholisch. Ja, rein theoretisch. Das glaube ich jetzt nicht. Ronaldo ist evangelisch. Ich war auch seit 1000 Jahren in keiner Kirche mehr. Außer bei Nicole Basts Beerdigung. Ohne Gottes Segen? Hm?
Ich meine, ich lebe ja hier in Hitzacker, nicht mehr ganz hinterm Mond. Ich habe lange genug toleriert, dass du in wilder Ehe lebst. Moment, Moment, Moment mal. Du hast toleriert? Wilde Ehe? Riechen, tu mir das nicht an. Sag mal, spinnst du? Das ist doch unsere Sache. Ich tu dir doch nichts an. Also... Ja, ja, ja. Für alles soll man hier halten. In jeder Not parat sein. Für nichts sind wir uns zu schade gewesen. Was haben wir uns zerrissen für dich und deine Aussteuer? Und wenn man dann einmal einen Wunsch hat, ein einziges Mal anlässlich der Hochzeit unserer Tochter, dann ist es nicht mehr meine Sache. Sag mal, von was für einer Aussteuer redest du überhaupt? Ich brauche euer Geld nicht. Ich habe mir meins immer selber verdient. Ich pfeif drauf. Was denkst du, was Hein und Junni und Hannelore und Günther sagen werden, wenn du nicht in der Kirche heiratest? Sag mal, Mama, du hast doch wohl eine Riesenmeise, oder? Was gehen mich denn deine Freunde an? Ich heirate doch nicht wegen denen. Oder wegen euch. Es geht hier nur um Ronaldo und um mich, Mami. Nur. Wenn ihr nicht in der Kirche heiratet, dann kommen wir nicht. Direktor, guten Morgen, Herr Direktor. Morgen, Herr Schmolke. Morgen, Schmolke. Ich habe schon gehört. Es gibt ja ein rauschendes Fest. Oder auch nicht. Wir sehen uns nachher. Ich muss noch zu Wege. Guten Morgen. Marie. Soll, wie ihr sagt, dass ich morgen mit nach Hamburg komme. Also, wir fahren auch heute Abend. Du bist die Jack, weißt du, wie spät das ist? Wir müssen morgen arbeiten. Und außerdem hat er deine Watt geschnasselt. Nee, wir frühstücken früh. Mami. Bitte. Wenn du keine Ratschläge mehr annehmen willst. Die Wachtmeister hier draußen kontrollieren wie die Teufel, sagt Hein. Wieso, ich fahre doch. Wo kommt die Kanne hin? Hm? Oben am Schrank. Aber das Brautkleid, das will ich mit aussuchen. Ganz in Weiß. Wie dein. Ich glaube, ich ziehe ein schlichtes Kostüm an. So was Kostüm in der Kirche. Wieso Kirche? Du sagst mir aber jetzt nicht, ich heirate nicht in der Kirche. Doch, ich heirate nicht in der Kirche. Wo? Wo denn sonst? Standesamt? Hallo? Du bist katholisch. Ja, rein theoretisch. Das glaube ich jetzt nicht. Ronaldo ist evangelisch. Ich war auch seit 1000 Jahren in keiner Kirche mehr. Außer bei Nicole Basts Beerdigung. Ohne Gottes Segen? Hm? Ich meine, ich lebe ja hier in Hitzacker, nicht mehr ganz hinterm Mond. Ich habe lange genug toleriert, dass du in wilder Ehe lebst. Moment, Moment, Moment mal. Du hast toleriert? Wilde Ehe? Riechen, tu mir das nicht an. Sag mal, spinnst du? Das ist doch unsere Sache. Ich tu dir doch nichts an. Also... Ja, ja, ja. Für alles soll man hier halten. In jeder Not parat sein. Für nichts sind wir uns zu schade gewesen. Was haben wir uns zerrissen für dich und deine Aussteuer? Und wenn man dann einmal einen Wunsch hat, ein einziges Mal anlässlich der Hochzeit unserer Tochter, dann ist es nicht mehr meine Sache. Sag mal, von was für einer Aussteuer redest du überhaupt? Ich brauche euer Geld nicht. Ich habe mir meins immer selber verdient. Ich pfeif drauf. Was denkst du, was Hein und Junni und Hannelore und Günther sagen werden, wenn du nicht in der Kirche heiratest? Sag mal, Mama, du hast doch wohl eine Riesenmeise, oder? Was gehen mich denn deine Freunde an? Ich heirate doch nicht wegen denen. Oder wegen euch. Es geht hier nur um Ronaldo und um mich, Mami. Nur.
Wenn ihr nicht in der Kirche heiratet, dann kommen wir nicht. Was gehen mich denn deine Freunde an? Ich heirate doch nicht wegen denen. Oder wegen euch. Es geht hier nur um Ronaldo und um mich, Mami. Nur. Wenn ihr nicht in der Kirche heiratet, dann kommen wir nicht. Direktor, guten Morgen, Herr Direktor. Morgen, Herr Schmolke. Morgen, Schmolke. Ich habe schon gehört, es gibt ja ein rauschendes Fest. Oder auch nicht. Wir sehen uns nachher. Ich muss noch zu Wege. Guten Morgen. Marie, ich weiß ja, man soll nicht vorher gratulieren, aber Rumpelmeier sagt, und der Herz von Holthusen und der Herz von Katja, der ganze Schreiben weiß schon Bescheid, dass ihr nächste Woche heiratet. Wir freuen uns. Feiert ihr im Hotel? Also, da kommen ja hunderte von Leuten, habe ich zu Dr. Begemann gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Mondorese. Nun kann ich schaffen. Was meinst du denn? Weil ich traurig bin. Ich bin auch manchmal traurig. Aber dann tröstet mein Papa mich. Ich habe keinen Papa mehr. Nein? Nein. Dann tröste ich dich. Das bitte gleich in den Schreibpool. Gerne. Wann Frau Stade zurück sein wollte, wissen Sie nicht zufällig. Die sagt mir sowas doch nicht, Herr Schäfer. Sie hören ja immer nur die eine Seite. Ich weiß ja, dass Sie zu mir kein Zutrauen haben. Aber ich kann nur sagen, die Stade ist nicht so harmlos, wie sie ihm gegenüber immer tut. Die ist eine Hexe. Reden Sie keinen Unsinn. Nein, wirklich. Die Hexe drum. Er sagt, man soll sich mit dem Tod befreunden. Der weiß nichts davon. Der Tod gehört nicht zum Leben. Der Tod ist schrecklich. Marie. Soll ich Hansen anrufen? Bill. Ja. Ruf ihn an. Malek? Was habe ich denn mit Herrn Malek zu tun? Der ist mir ja Ronaldo Hasefeld noch lieber. Marie Schäfer. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Glaube mir, das schaffst du. Das haben andere Frauen vor dir auch schon geschafft. Frauen? Wie darf ich das denn verstehen? Ich freue mich, wenn du erst meins bist. Und ich erst.
Wo ist Sebastian? Der ist nicht da. Ach, der ist nicht da? Ja, du, aber ich meine... Also, ich meine, jetzt... Hallo, ich hab, ja, hallo. Hallo. Also, jetzt werde ich doch allmählich ein bisschen nervös. Dann. Mein Junge, das gibt sich. Nein, 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 ich vermisse noch meinen Trauzeugen, Dr. Beck. Sebastian Beck, der wollte Punkt 4:15 sein. Was ist? Herr Schäfer, Frau Marek. Ja, guten Tag. Guten Tag. Also, es kann losgehen. Ja, mein Schwiegersohn ist noch so ein bisschen unschlüssig. Irrig. Nein, 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 ich erwarte noch meinen Trauzeugen, er ist noch nicht gekommen. 50% der Trauzeugen kommen zu spät. Dann liegen wir ja noch im Rahmen. Ja gut, aber ich meine, was machen wir jetzt? Sie haben doch genügend Auswahl, nicht? Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich viel von Ihnen gehört habe. Mein Vertrauen in Ärzte ist nicht sehr groß. Auf jeden Fall ist es richtig. Da folge ich der Ansicht des Kollegen Schiffbauer. Und ich finde es gut und mutig von Ihnen, die Sache gleich zu machen. Wir werden den Tumor mit... Gottchen, ersparen Sie mir Einzelheiten. Sie haben Anspruch auf eine vollständige Information. Ich muss das sogar tun. Sie müssen unterschreiben, Frau Stade, vor dem Eingriff, dass Sie wissen, was wir tun und welche Risiken es gibt. Heute klärt jeder jeden über alles auf. Über alles wird geredet, über alles wird geschrieben. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht hören. Ich will operiert werden. Ich will überleben. Ich will funktionieren. Sie haben Angst. Wundert Sie das? Ich gehe regelmäßig jedes Jahr zu meinen Ärzten. Zum Zahnarzt, zum Hausarzt, zum Frauenarzt. Und der hat es nun festgestellt. Ich dachte, wenn man regelmäßig zum Arzt geht, kann nichts passieren. Das ist meine lächerliche altmodische Erziehung. Wenn man brav ist, gibt es keine Strafe. Nun werde ich bestraft. Und das ist schrecklich. Die Ohrringe sind wirklich schön. Findest du? Heute ist unser letzter gemeinsamer Abend. Junggesellinnenabend. Wird noch viele solche Abende geben. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich nur übermorgen heirate oder nicht. Ich meine, für uns, zwischen uns. Doch, finde ich schon. Du wirst, um mit Frau Stade zu sprechen, ganz peu à peu deine Prioritäten ändern müssen. Erst kommt ihr, dann kommen wir. Höre ich da sowas wie Eifersucht? Kuh. Ziege. Quatsch. Eben. Ronaldo war vorher für mich genauso wichtig, wie es nach der Hochzeit sein wird. Und zwischen uns beiden, dir und mir, ändert sich auch nichts. Dann trinken wir auf uns. Danke. Bing. Sag mal, wer ist eigentlich dieser Doktor Ben Berg? Beck, sein Freund? Ein uralter Kumpel von ihm, die kennen sich noch aus Südamerika. Soweit ich weiß, haben sie sich ab und zu geschrieben, aber dann irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt, ja, Trauzeugen, ja. Schon im Restaurant reserviert? Ja. Personalausweis? Das ist ja wie meine Mutter. Robert, für die muss ich auch noch ein Zimmer reservieren. Die wollen unbedingt hier übernachten, Eltern, kennst du ja. Oh, Entschuldigung, ich denke an dich morgen. Dank dir. Hotel Hansenthal ist Ihre Gästemanagerin Marie Malek. Was kann ich für Sie tun? Frau Malek, hier spricht Dr. Rilke. Wissen Sie... Herr Dr. Rilke, natürlich. Aber wie kommen Sie auf meinen Apparat? Weil ich Sie verlangt habe. Frau Malek, es geht an sich ganz und gar gegen meine Gewohnheiten. Oder eben auch nicht. Sekunde bitte. Okay, ich komme damit nicht zurecht. Hier, ich das noch mal. Aber ich habe einen Gast in bitte, der Leitung. Ich kann jetzt nicht. So, da bin ich wieder. Es geht um Frau Stade. Wissen Sie, dass sie hier ist? Was? Nein, das wusste ich nicht. Ich darf natürlich die ärztliche Schweigepflicht nicht brechen, wissen Sie. Ja, ich mache mir Sorgen. Sie in die Küche Frau Stade. Ich weiß, dass Sie schon lange mit ihr zusammenarbeiten. Ich weiß, dass Frau Stade keinen Besuch wünscht. 600. Sie verdrängt alles sehr. Aber sie braucht jemanden, mit dem sie reden kann. Und
und dem sie vertrauen kann. Sie versteckt sich hinter Härte und Humor, aber dahinter steckt ein zerbrechliches Wesen. Ich möchte sie seelisch dringend stabilisieren. Könnten Sie kommen? Ja, natürlich, ich komme sofort. Danke. Danke, das ist gut. Ja, ja, okay. Ach, jetzt nicht. Du musst jetzt gehen, Marie. Du heiratest morgen. Wahrscheinlich sitzt Herr Schäfer zu Hause und wartet auf dich. Am Ende sagt er alles ab. Wenn er böse ist, ist er böse. Das haben wir alle schon mal erlebt, hm? Gudrun. Und wie läuft es sonst? Dein neuer Posten? Oben? Jetzt denk doch nicht immer an das blöde Büro. Ja, woran soll ich sonst denken? Daran, dass ich Krebs habe und man immer denkt, das trifft nur andere? Oder an den Schock, als ich es erfahren habe, niemanden zum Reden zu haben? Keinen, der zu Hause auf einen wartet, einen in den Arm nimmt, wenn man aus dem lauten Büro in die stille Wohnung kommt? Was nach dem Krankenhaus ist? Zu Hause rumzusitzen, an die Kur? An die Kollegen. Ach, ich höre schon, wie sie tratschen. Die Stade hat Krebs. Ach, Marie. Mir ist so klar geworden, dass wir alle ersetzbar sind. Alle sterblich. Das verdrängen wir. Also? Das muss wohl Ronaldo sagen. Noch ein Schlückchen, Herr Schäfer. Liebe Frau Hasefeld, lieber Herr Hasefeld, es ist vielleicht ein bisschen altmodisch und passt nicht mehr so recht in unsere moderne Zeit. Aber wir alle sind ja ein bisschen altmodisch. Ja. Ganz gerne sogar. Und darum möchte ich in aller Form und mit allem gegebenen Respekt und ganz offiziell bei Ihnen um Maries Hand anhalten. Nee, wir wollen heiraten. Ich habe ja gesagt. Mariechen. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Erich, sag was. Tja. Freust dich auch, Papa? Tja. Freust dich aber komisch. Eine Tochter herzugeben, das ist nicht so einfach. Elisabeth und ich, wir lieben Marie auch sehr. Ich bin ja nur nicht ihr leiblicher Vater, das wissen Sie, Herr Schäfer. Aber ich kenne Marie, da war sie so lütt. Ich habe damals immer gedacht, da hat der Herrgott mal was Gutes gemacht. Der Dian hat noch keiner einen Kummer zugefügt. Sie kennt nur die Sonnenseite. Möge das so bleiben. Ich habe immer versucht, die Schatten von Marie zu verscheuchen. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gelungen ist. Lernt ja keiner, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Aber ich habe mich bemüht, all die Jahre. Denn die Schatten kamen. Das war mir klar. Ich habe ihr die norddeutsche Landschaft schön geguckt. Wir haben geangelt. Wir sind gewandert. Und wenn Marie Fragen hatte, dann habe ich die, so gut es ging, beantwortet. Wenn sie Durst hatte, kam sie zu trinken. Wenn sie Hunger hatte, kriegte sie zu essen. Und wenn Marie Angst hatte, ist auch schon besser ausgesehen, Gudrun Stahl.
Morgen wissen wir mehr. Schön hat er das gesagt, dein Ronaldo. Marische, wir heiraten. Ich bin auch so froh, Mami. Nach all dem. Die Männer bleiben aber lange aus. Mitten in der Nacht spazieren gehen. Männergespräche, da möchte ich mal Mäuschen spielen. Sag mal, Mariechen, was hältst du davon, wenn das jetzt alles so flott gehen soll, wie ihr sagt, dass ich morgen mit nach Hamburg komme? Also, wir fahren auch heute Abend. Du bist die Jäck, weißt du, wie spät das ist? Wir müssen morgen arbeiten. Und außerdem hat er deine Watt geschnasselt. Nee, wir frühstücken früh. Mami. Bitte. Wenn du keine Ratschläge mehr annehmen willst. Die Wachtmeister hier draußen kontrollieren, wie die Teufel, sagt Heim. Wieso, ich fahre doch. Wo kommen die Kanne hin? Hm? Oben am Schrank. Ach. Aber das Brautkleid, das will ich mit aussuchen. Ganz in weiß. Wie dein. Ich glaube, ich ziehe ein schlichtes Kostüm an. So was Kostüm in der Kirche. Wieso Kirche? Du sagst mir aber jetzt nicht, ich heirate nicht in der Kirche. Doch, ich heirate nicht in der Kirche. Wo? Oh. Wo denn sonst? Standesamt? Hallo. Du bist katholisch. Ja, rein theoretisch. Das glaube ich jetzt nicht. Ronaldo ist evangelisch. Er war auch seit 1000 Jahren in keiner Kirche mehr. Außer bei Nicole Basts Beerdigung. Ohne Gottes Segen? Hm? Ich meine, ich lebe ja hier in Hitzacker nicht mehr ganz hinterm Mond. Ich habe lange genug toleriert, dass du in wilder Ehe lebst. Moment mal. Du hast toleriert? Wilde Ehe? Mariechen, tu mir das nicht an. Sag mal, spinnst du? Das ist doch unsere Sache. Ich tu dir doch nichts an. Also. Ja. Für alles soll man herhalten. In jeder Not parat sein. Und für nichts sind wir uns zu schade gewesen. Was haben wir uns zerrissen für dich und deine Aussteuer? Und wenn man dann einmal einen Wunsch hat, ein einziges Mal, an